So, hallo. Nachdem die Typen hier ihre Pressekonferenz ohne mich gewagt haben, muss ich natürlich jetzt hier auch noch etwas anmerken. Also, es gab eine Festnahme im Fall dieses Seniorinnen-Serienmörders. Ich lasse jetzt mal zur Einleitung kurz dieses Video laufen hier. Gebiet Tullauer Höhe in Moment. Schwäbisch Hall. So, Das jetzt. Wohngebiet Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall. Hier starb eine 77-jährige Seniorin gewaltsam in ihrer Wohnung. Auch der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe festgenommen. Nicole Tanne wohnt nicht weit vom Tatort. Also, jetzt tue ich, ich unterbreche das kurz, um die Dings einzublenden, die Karte. Das kann jetzt nicht schaden. Okay, also. Das ist meines Wissens der Wohnort des Täters. So. Das ist hier in diesem Wohngebiet, wo es zwei Morde gab. Tullauer Höhe. Ja, ist das Ganze irgendwie. Und das ist jetzt hier auch. Hagenbach ist, also oder auch unter dem Namen läuft das Ganze. Das ist jetzt der Hagenbacher Ring hier. Und der erste Mord, der jetzt hier nicht aufgeklärt wurde, der ist 2020 in dem Gebäude passiert, hier. Und der zweite Mord, das war das im Dezember, am 23. Dezember 2022, also letztes Jahr, ist die Frau gefunden worden. Meines Wissens in den Häusern war das hier. So. Und dann gab es die dritte Tat. Das war jetzt am 25. Januar. Also, weniger als ja, weniger als einen Monat nach der vorherigen Tat. Nee. Das Universalgenie. Ja, aber auch in Mathe, das merkt man noch nicht immer. Also, etwas mehr als einen Monat später, kurz, also ungefähr einen Monat später. Okay, und das war dann in Michelbach, der letzte Tat. In Michelbach. In diesem Haus hier. So. Wo die Polizei zu loben ist, sie hat offenbar tatsächlich hier in Michelbach etwas gefunden. Die Täter sind eben, die Polizei geht der Erfahrung nach und die Täter sind eben tatsächlich so strohdumm, dass sie einfach unterwegs Beweismittel wegwerfen. Das ist die polizeiliche Erfahrung und man soll es nicht glauben, aber die Typen, die sind einfach immer wieder so dumm und das ist ja auch gut so. Und also, okay, Erfolg der Polizei, sie haben Beweismittel gefunden. Soweit, so gut. Jetzt geht es darum, aber das hat ihn ja, du hast jetzt irgendein Dings, da steht ja kein Name drauf, also das war jetzt noch nicht der Durchbruch. Jetzt, nach dieser geografischen Einordnung, gehen wir jetzt zurück zu diesem Video. Also das, was an Häusern am Anfang des Videos gezeigt wurde, sind die Häuser von der zweiten Tat sozusagen. Wenn man jetzt die drei Taten, von drei Taten spricht, von der zweiten Tat. Aber nachgewiesen werden im Grad jetzt erstmal nur die zwei letzten Taten. So, jetzt zurück zu dem, da kann man eigentlich noch mal am Anfang anfangen. Das sind ja nur ein paar Sekunden. Und dann noch mal das. Also da, diese Häuser sind offenbar, wobei, Moment, passt es? Von der Richtung her bin ich jetzt gerade kurz irritiert. Macht die Straße dort so einen Bogen?
Oder also Moment, jetzt schau ich nochmal. Also man schaut hier von oben kommen auf die Dings hier. Moment, jetzt halte ich kurz an. Ja, doch, okay. Also alles Merkmale, wo ich jetzt auf die Bilder verglichen habe, die passen. Also es wird dieses Gebäudereihe gezeigt momentan. So, das ist das Bild. Jetzt starte ich das Video. Das Wohngebiet Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall. Hier starb eine 77-jährige Seniorin gewaltsam in ihrer Wohnung. Auch der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe festgenommen. Nicole Tanne wohnt nicht weit vom Tatort. Sie ist gerade auf dem Weg, will ihr Kind vom Kindergarten abholen. Sie ist erleichtert, als sie von der Festnahme hört. Noch aber bleiben viele Fragen. Ja, ein kleines Stück schon Erleichterung, dass da jemand gefasst wurde, der eventuell der Tatverdächtige ist. Aber man weiß es immer erst dann, wenn es wirklich dann, ja, er war's. Das ist dann die pure Erleichterung. Aber noch ist er nicht da. Auf die Spur des 31-jährigen Serben kam die Polizei vor allem. Wie die Polizei auf ihrer Pressekonferenz bekannt gab, überfiel der mutmaßliche Täter Mitte Januar einen älteren Mann in Ilshofen an dessen Haustür. Der Raubüberfall scheiterte, der Täter flüchtete. Der überfallene 83-Jährige aber konnte den Mann gut beschreiben. Wobei, da ist jetzt die Rede von einem Serben. Also, der Mann sieht, sage ich mal, serbisch aus, aber in aller Regel, sage ich mal, wenn ich oder oftmals bei solchen Verbrechen, dieser Art Verbrechen, also ich würde mich wundern, wenn es nicht ein Roma wäre. Ich will jetzt, ich habe jetzt nichts gegen Roma. Roma machen viele Probleme. Aber ich sage mal, der böse Rassismus ist, wenn man jetzt wirklich da sagt, das ist vom Blut, rassenmäßig und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber ich stelle fest, dass es ihrer Kultur, bei der Erziehung doch offenbar hapert, oftmals. Und das muss man auch ansprechen können. Es ist so, der einzelne Roma ist für mich jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen Roma sehe, dann begegne ich dem nicht mit irgendwie Hass oder Ablehnung, sondern ich wünsche mir, dass er eine Ausnahme ist von der Regel und bin aber auch bereit, ihm diese Chance zu geben, sage ich mal. Schlimm ist es immer nur, wenn man pauschaliert und unschuldige Leute hasst und so weiter, ja, sowas. Also das zum Thema Roma. Wenn es ein Roma war, soll man das auch ansprechen. Wenn es kein Roma war, ist es ja gut, aber von Roma gehen, ja, man muss es einfach realistisch sehen. Romas sind besonders häufig, also jetzt, wenn sie so zuziehen hier, ja, da hört man besonders häufig von Problemen und das muss man dann auch ansprechen. Ja, jetzt weiter von hier. Wir haben im Folge der Taten natürlich ein umfangreiches Fahndungskonzept entwickelt mit starken Kräften. Wir hatten ein gutes Phantombild. Von diesen Kräften wurde er beim Verlassen eines Hauses festgenommen, ohne Widerstand zu leisten. Das habe ich ja gezeigt, Der wo das war. mutmaßliche Täter. Das ist jetzt aber nicht, das ist wieder der Ort,
zweiten Mordes. Das ist nicht der Ort, wo er verhaftet wurde. Das zeige ich nachher, den Ort. Nochmal, ich habe es ja schon gezeigt. Soll die 77-Jährige aus Schwäbisch Hall ermordet haben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Mord aus. Und zwar deshalb, weil die Staatsanwaltschaft bei der Tat im Dezember ein Mordmerkmal sieht, nämlich das Mordmerkmal der Habgier. Weil nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen ist, dass zumindest bei dieser Tat auch ein Geldbetrag weggekommen ist im unteren, mittleren, dreistelligen Euro-Bereich. Ich sage mal, das ist der gesunde Menschenverstand, sagt es auch, dass es hier um Habgier geht. Und natürlich ist es auch im jetzigen Fall anzunehmen. Aber gut, da will man jetzt mal keine Vorwürfe machen, da die Polizei sagt, das haben sie jetzt noch nicht ermittelt. Deshalb sind sie im jetzigen Fall, im letzten Fall gehen sie von Totschlag aus. Also ich gehe, kritisieren kann man es dann, wenn es im Prozess immer noch praktisch nur von Totschlag ausgegangen wird. Aber jetzt in der Ermittlungsphase kann man das so mal stehen lassen. Im Fall der 89-Jährigen, die in Michelbach an der Bilz starb und die wie auch das andere Opfer in ihrer eigenen Wohnung getötet wurde, werfen die Ermittler dem 31-Jährigen derzeit ein Tötungsdelikt vor. Gehen wir nochmal zurück kurz, das Bild. Sieht man da die Rollläder? Aha. Gut, das könnte man jetzt annehmen, weil da die, aber das ist jetzt reine Spekulation, ob, wenn jetzt da alle Rollläder runter sind, ob das vielleicht die Wohnung des Opfers ist. Aber das ist jetzt näher nebenbei. In ihrer eigenen Wohnung getötet wurde, werfen die Ermittler dem 31-Jährigen derzeit ein Tötungsdelikt vor. In Michelbach fanden die Ermittler weitere Beweise gegen den Festgenommenen. Das ist auf jeden Fall, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, sagen wir mal, dass die was finden. Aber das ist eben die Polizeierfahrung und gut, war erfolgreich, wunderbar. Bei der großräumigen Umfeldabsuche des Tatorts in Michelbach konnten verschiedene Beweismittel, unter anderem das vermeintliche Tatwerkzeug, aufgefunden werden. Wunderbar. Durch die kriminaltechnischen Untersuchungen wurde eine männliche DNA isoliert. Laut Gut. Polizei sind es die DNA-Spuren des Festgenommenen. Die werden nun auch mit DNA-Spuren eines dritten Falls abgeglichen. Vor gut 2 Jahren starb dabei eine 94-Jährige, nur wenige hundert Meter vom anderen Tatort in Schwäbisch Hall entfernt. Der mutmaßliche Täter schweigt zu diesem wie auch zu den anderen Vorwürfen. Für die Menschen auf der Tulloer Höhe, wie Nicole Tanne, bleibt daher die Ungewissheit, bis alle Fälle geklärt sind. So, jetzt dazu auch noch dieser informative Artikel. Das ist jetzt wieder der Tim. Das ist der Tipp, jetzt mache ich es ein bisschen größer. Und jetzt, Achtung, jetzt kommen gleich ein paar wichtige Überlegungen. Er kam als Tourist und wurde zum Killer. Der kommt als Tourist bei dieser Wohnungsnot findet der hier so eine gute Wohnung hier. Der kommt einfach und ist plötzlich, ist nicht gemeldet, nur als Tourist und ich in der Wohnung. Das heißt, der Typ hat ein Umfeld. Und da der 31-jährige Serbe. Die Frage ist jetzt eben für mich, ist es jetzt ein Serbe oder nur ein Serbe oder ist es ein Roma? Und dann, was hat der dort für ein Umfeld? Dass der ohne Anmeldung in einer der kommt, Veni Vidi Vici, und hat halt eine Wohnung, von der andere Leute träumen, ohne angemeldet zu sein. Da muss es doch Strohmänner haben, wer hat es gemietet, wer tut's weiter vermieten, und so weiter und so fort. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier eine Pressekonferenz und wir sind alle so seriös. Aber letzten Endes,
wird, sage ich mal, das sind ja alles gestandene Männer, Experten in ihrem Bereich und so weiter und so fort. Aber unsere Politik, die wird von Gören gemacht, von Gören und von Vollidioten. Von dummen Gören, von ideologischen Vollidioten, von geistigen Hosenscheißern, von ideologisiertem Drecksgesindel wird unsere Politik gemacht. Also das mal nebenbei. Das klingt jetzt alles wenig links. Da freuen sich, sage ich mal, wenn man so ein bisschen auf die Politik draufhaut, freuen sich jetzt natürlich eher die eher etwas konservativ, man sagt manchmal auch rechtsorientierten, aber alles Scheißdreck. Ich habe nichts mit der Rechten zu tun oder mit irgendwem, sondern da geht's um der gesunde Menschenverstand. Jetzt aber nochmal zur Bildzeitung. Moment, ich habe so eine blöde Brille, die hat keinen richtigen Griff mehr, aber mit der sehe ich hier am PC am besten. So, dann nehme ich halt, ja, viel besser. Also, das ist das. Fahndungserfolg in Schwäbisch Hall. Am Dienstag, 31. Januar gegen 16 Uhr, wurde der Serienkiller, der zwei Rentnerinnen getötet haben soll, endlich gefasst. Die Festnahme erfolgte im Hagenbacher Ring 147. Ja, das ist die Bildzeitung, so scheiße sie auch ist, aber da hast manchmal einfach Informationen, wo die anderen Deppen sich einfach drumherum drücken. Ich hab da auch eine Dings gesehen in den USA, da ist es noch viel, da ist auch vieles Scheiße, aber bei uns diese blöden Dummschwätzer, die immer alles verpixeln wollen und so weiter, in den USA, da werden die Verbrecher an den Pranger gestellt, sag ich mal, aber sowas, das ist wirklich richtig, was wie die es machen. Und wo war jetzt das? Moment. Ja, hier habe ich zum Beispiel. Hier werden echte Verbrecher praktisch, werden sie im Verhör gezeigt, hier. Was will der damit mit dummem Geschwätz und Persönlichkeitsrechte? Da gibt es. Das ist einfach, da gibt es nichts dumm rumzulabern von Persönlichkeitsrechten. Wenn das ein Mörder ist, dann hier wird er studiert, hier wird er gefilmt bei der Befragung durch die Polizei. So muss man die Leute behandeln. Und auch ein Verbrechensopfer, warum muss man die gleich verpixeln? Was brauchen die Toten? Was muss man denen da jetzt unterstellen? Ah, Persönlichkeitsrechte. Ja, es gibt natürlich Persönlichkeitsrechte, sind wichtig. Für Unschuldige oder aber nicht für sowas hier. Da gibt's keine Persönlichkeitsrechte. Der soll froh sein, wenn er nicht gefoltert wird, wenn er rechtsstaatlich behandelt wird. Darauf hat er einen Anspruch. Aber ansonsten dieses Vertuschen, dieses Verpixeln, dieses Maskieren, das ist doch alles Scheiße. Und wenn sie mal einen Falschen haben, dann müssen sie den auch rehabilitieren. Wenn mal etwas schief geht, ja. Und zwar, ja, dann kriegt der eben eine öffentliche Werbesendung. Praktisch, ja, im Fernsehen, zu seinem Vorteil. Wenn es jemals passiert, aber die Regel muss sein, so wie in den USA, da hat er zum Beispiel, da werden die ganzen Verbrecher studiert, ihre Befragung wird veröffentlicht. Nicht nur ihr Bild, sondern ihr ganzes Auftreten wird veröffentlicht. Das ist richtig. Und
Ja, also das eben nur nebenbei. Und da ist die Bild-Zeitung eben manchmal ein bisschen forsch. Und wenn der jetzt eben im Hagenbacher Ring 147 gewohnt hat, ja, dann schreibt es die Bild-Zeitung eben auch rein. Und bei anderen wird alles vertuscht und verpixelt und verpipapo. Das mal am Rande. So, am Mittwoch vermeldete die Soko Höhe mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn auf einer anberaumten Pressekonferenz die Ermittlungsergebnisse. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Serben. Er soll die 77-jährige Witwe Heidemarie K. im Wohngebiet Hagenbach sowie die 89-jährige Traute N. aus Michelbach-Bilz getötet haben. Damit nicht genug, offenbar soll der Mann auch einen Raubüberfall am 17. Januar in Ilshofen begangen haben. Dabei wurde ein 83-jähriger Mann an seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht. Der 31-Jährige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Mordes, Totschlags und versuchten Raubs. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bravo. Das exakte Phantombild überführte den Täter. Der 31-jährige Familienvater soll sich mit seiner Frau und zwei Kindern nach eigenen Angaben seit Dezember 2022 in Deutschland aufgehalten haben. Und dann eine kleine Wohnung. Wie die Ermittler bei der Pressekonferenz bekannt gaben, ist der mutmaßliche Serienkiller in Deutschland bislang nicht kriminalpolizeilich bekannt gewesen. Die Familie des Verdächtigen wurde befragt und wieder auf freien Fuß entlassen. Hält sich momentan noch in Deutschland auf. Durch eine umfangreiche Spurensicherung und Umfeldabsuche an den Tatorten in Hall und Michelbach konnten laut Kriminaloberrat Jörg Meinhardt verschiedene Beweismittel gefunden werden, darunter auch das Tatwerkzeug in Michelbach. Daran sei männliche DNA gesichert, die Herkunft des Werkzeugs ermittelt und dem Tatverdächtigen zugeordnet worden. Der Weg der aufgefundenen Tatwaffe, Verkaufsstelle, Wahl des Zahlvorgangs des Täters und das veröffentlichte Phantombild der Tat vom 17. Januar waren dabei die wesentlichen Puzzleteile der Ermittlung. Also, tatsächlich hat die Suche nach dem Tatwerkzeug hier etwas Entscheidendes beigetragen. Das heißt, da geht es um einen Gegenstand, den der Täter gekauft hat und beim Bezahler hat er offenbar mit der Karte bezahlt, wenn das getrennt erwähnt wird. Und so konnte man ihm, also man hat irgendwas gefunden, wenn sie erschlagen wurde, vielleicht ein Hammer, und wenn sie erstochen wurde, vielleicht ein Messer. Ja, also das lassen wir jetzt einfach mal offen. Aber ja, weil er die Tatwaffe mit dem Dings gekauft hat, ist er festgenommen. Haben sie ihn praktisch, das konnte sie ihm zuordnen. Dann haben sie seinen Namen gehabt und dann aber weil er nicht gemeldet war, hier konnte sie mit dem Namen so nichts anfangen. Und dann gab es noch das, an dem Tatwerkzeug, das in Michelbach gefunden wurde, gab es DNA. Und diese DNA passte auch zur DNA in Schwäbisch Hall bei dieser zweiten Tat. Und damit hat man aber noch keine Person gehabt. Und dann passte aber die DNA auch zu einem Dings offenbar, diesem Überfall in Ilshofen. Und davon gab es das Dings, das Phantombild. Diese
Die Tat ist ja hier erwähnt. Aber da ist er jetzt mit einer Schusswaffe bedroht worden. Gut, das ist ja unabhängig, aber er hat zum Beispiel geklingelt an dem Haus. Also ich verstehe es so, bei der Tat in Ilshofen gab es DNA, die DNA gab es auch bei der Tat in Michelbach, so hat man gesehen, das sind die gleiche, und dann hat man von der Tat, aber in Ilshofen, wo dieser alte Mann, der 83-Jährige, überlebt hat, hat man die Täterbeschreibung, das Phantombild. Und mit dieser Täterbeschreibung hat dann die Polizei in Schwäbisch Hall den Typ irgendwo gesehen und erkannt und dann praktisch ihn festgenommen. Und dann hat sich, dann konnte man ihm auch das Dings abnehmen, die DNA, und dann hat sich eben rausgestellt, das ist der. Ja. Okay, da muss man jetzt natürlich sagen, diese Sache habe ich alle nicht gehabt, aber jetzt, also jetzt gehen wir erst nochmal kurz durch, das ist jetzt, das ist das erste Opfer, die Tat hat man jetzt nicht irgendwie zuordnen können. Das ist aus 2020. Dann, das ist die Wohnung, die dieser Typ jetzt gerade bewohnt hat mit seiner Familie. Das ist das letzte Opfer aus Michelbach. Und Jetzt fehlt noch ein Foto von der Frau, dem zweiten Opfer. Dieses Bild gibt's bisher jetzt hier nicht. Okay. Also von der Heidi Marika. Ja, und da ist die erfolgreiche Polizeisuche. Da sieht man wieder Penthouse-Wohnung. Ja, weil da habe ich ja... Jetzt kommen wir mal kurz zu meinen Videos, die ich hier bisher... also ich habe ja da drei Videos gemacht. Einmal ist das lange, das dreistündige, und dann da habe ich hergeleitet, warum ich von einem, also ich habe gesagt, ein beeinträchtigter Täter, entweder einer der Drogensüchtiger oder eben aus dem Bereich Asylanten. Ich habe dann auch gemeint, der hat wahrscheinlich kein Auto. Das lasse ich mal offen jetzt mit dem Auto. Das will ich nicht ausschließen, dass der ein Auto hat. Aber eben ein Asylant, der keine Dings hat, der keinen Job hat und der sich rumtreibt. Das ist jetzt aber nicht, soll jetzt nicht politisch. Ich hab viele Asylanten selber beschäftigt, habe auch oft gute Erfahrungen gemacht. Also das ist jetzt nicht so pauschaler Dings da, Fremdenhass oder was da einem da unterstellt wird. Aber es gibt eben auch die Lumpen, und in dem Umfeld habe ich den Täter also gedacht, dass er in das Umfeld gehört. Und da kann man jetzt auch schauen, Moment, ich habe doch mein eigener Artikel hier, in dem Fall, Moment, ja, hier, also, ich habe hier, Moment, jetzt muss man das erneuern, weil dann, okay. Also, wenn man da runter scrollt, das ist mein erster Artikel gewesen. Hier. Fall Genialitiker zu Seniorinnen, Serienmörder, Michelbach, bla bla bla. Und da in dem Artikel sind drei Videos.
Und zwar die ersten Videos, die sind da unten. Das ist das lange. Das ist das kürzere Video. Und in diesem Video habe ich ausdrücklich eben auch das Thema Asylanten. Und dass es eben ein Rumtreiber ist, dieser Täter, der dort in der Nähe wohnt und ein Rum und praktisch so, während tagsüber andere Leute arbeiten, er auf alte Omas lauert, um sie umzubringen. Und da habe ich jetzt praktisch, bin ich darauf eingegangen, was ich jetzt richtig hatte. Ob die Tat aus 2020 zur Serie gehört, stellte ich in Frage, ging aber zuerst mal davon aus, weil eine Serie nahe lag. Also hier praktisch bei Minute 16:9 habe ich davon geredet, 2020. Also dass die lange Zeit, wo keine Tat passiert ist und jetzt zwei Dings hintereinander, das gibt mir zu denken, ob das der gleiche Täter ist. Aber ich habe mal gedacht, okay, die Tatorte sind so nahe, jetzt gehen wir mal davon aus. Aber das war mal, also auf die, dass da eine Frau gesucht wird, auf das bin ich gar nicht nirgendwo eingegangen. Weil die habe ich nur für eine Komplizin irgendwie. Wenn sie dazugehört, habe ich nicht erwartet, dass die jetzt eine Frau diese Taten begeht. Ja. Und deshalb habe ich immer von einem Täter gesprochen. Also sicher war ich mir bei den Themen arbeitslos, Herumtreiber mit viel Freizeit, selbst wohnhaft im Bereich Hagenbach. Das habe ich in dem Video da gesagt. Und dann habe ich vom Asylantenmilieu gesprochen. Urbi et Orbi, grüßend, das Universalgenie von Planet Erde, der hypergalaktische, fallanalytische Überflieger, eben der Fallgenialytiker und Weltführer der Menschheit. Und dann habe ich den Artikel, ja. Da denke ich, dass diese Fallanalyse, die war schon ziemlich gut. Ich habe dann im letzten Video, das ich da gemacht habe, habe ich in Bezug auf die erste Tat, habe ich noch davon gesprochen, was ich hier denke. Was ein plausibler Zugang sein könnte, um das Ganze aufzuklären, eben wenn jetzt hier Offenbart sie bei praktisch. dieser Penthouse-Wohnung hat sie ja offenbar gewohnt, in der und wenn ein 89-Jähriger da oben einen Garten hat, dann ist das ein Fall, wo ich schon als Handwerker mit meinen Leuten gerufen wurde, zum was dort, nicht bei ihr persönlich, aber so in so Fälle. Also, und dann, wenn es da mal Handwerker gab, dann mussten die durch, die ihre Wohnung durch und sie ist eine Millionenerbin. Und wenn man dann ihren Reichtum gesehen hat, dann ist es was, wo ich gesagt habe, ich habe zwar nie Probleme gehabt, so dass meine Arbeiter was eingestellt haben, aber ich habe da, was heißt mulmiges Gefühl, ich habe, wenn ich jetzt, wenn ich mir so eine Arbeit, bevor sie ausführe, angeschaut habe und ich habe gesehen, man muss hier durch die Wohnung dieser Frau durch ihr Wohnzimmer, manchmal noch durch Schlafzimmer und so weiter. Und die Leute, meine Arbeiter, sind dann so
nahe dem persönlichen Umfeld von so einer alleinstehenden Frau, dann habe ich mir Gedanken gemacht immer. Und man hat ja mal, ich habe viele Aushilfe gehabt und die kennt man ja dann nicht immer so lange, aber manchmal lange genug, dass man sagt, okay, den nehme ich zu der Frau nicht mit. Das mache ich nicht. Der Typ, dem traue ich nichts, der kann ich, was weiß ich, wenn ich irgendwo im Außenbereich brauche, jemanden zum, mit dem Schubkarre fahren, dann, ja, oder auf irgendeiner Baustelle halt, ja, im Außenbereich, da sag mal, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Krimineller, dann nehme ich ihn natürlich gar nicht. Aber wenn ich jetzt einfach jetzt keine Fakten habe gegen ihn, aber ihm auch einfach kein gutes Gefühl habe, dann würde ich einfach zu so einer verletzlichen Frau hier nur Leute mitnehmen, wo ich einfach, ja, wo ich denke, da, die kann ich da mitnehmen, ja. Also das dabei hat sich's um die erste Tat gehandelt, die aber jetzt hier nicht im Fokus steht und noch nicht aufgeklärt ist. Okay, das ist jetzt das. Das war praktisch das letzte Video. Aber in den zwei ersten Video, da, ich sag mal, mir ist es, bei mir ist der Asylant, wobei Asylant, ja, ob jetzt Tourist, ein Roma-Tourist oder so, oder Asylant, das ist das Gleiche für mich, so das gleiche Milieu, was ich jetzt meinte. So wie im Fall Michelle, ob man jetzt sagt, ich habe gesagt, sie sollen auch alle Zivis, alle Zivildienstleistenden praktisch, die hier im Dings irgendwie arbeiten, so ein soziales Jahr machen oder so, beim Kita, was weiß ich, was da genau ist. Letztlich war es halt ein Praktikant, aber da das ist auch das Gleiche damit gemeint, sozusagen. Und ob das jetzt ein Tourist ist, der sich hier, das ist ja kein normaler Tourist, sage ich mal, der hier zum Sightseeing kommt, sondern das ist einer, der hier auf irgendeine Art Versorgung spekuliert. Also das ist ja kein so normaler Tourist. Der ist halt, rein rechtlich ist er als Tourist praktisch eingereist, ja. Ja, okay, also das ist für mich ist das ein Erfolg, sag ich mal. Also ganz überwiegend sehe ich mich da bestätigt mit meinen Einschätzungen. Und gut, die Sache mit dieser Parkbank, mit dieser Dings, ob das jetzt eine Rolle spielt, das ist offen. Aber ich sag mal, jetzt ab hier es ist natürlich nur interessant, ob ich recht hatte damit mit dem Dings. Aber für die Aufklärung spielt es keine Rolle mehr, weil die haben den ja jetzt. Sie können das, wenn man jetzt noch mit DNA rauskriegt, der wäre hier gesessen eine Weile, okay, dann kann man es noch ein bisschen besser erklären, aber das ist jetzt nicht mehr entscheidend, das Ding, ja. Was jetzt eben von dem Ganzen bleibt, ist meine richtige Einschätzung, dass es ein Rumtreiber war, der jetzt nicht praktisch tagsüber bei der Arbeit war, sondern so den alten Leuten aufgelauert hat. Weil irgendwie war er, ja,
was heißt versorgt? Gut, er hat sich dann ja, wenn er nicht gemeldet war, hat er ja jetzt hier noch kein Sozialgeld bekommen. Aber er ist eben wegen irgend so, er ist eben so zugezogen, ob jetzt um sich irgendwelche Leistungen zu erschleichen. Und dann ist es noch so, ich habe ja die Dings kennengelernt, die Asylanten, die da gekommen sind, und habe aus erster Hand gesehen, dass die ja nicht aus wirklicher Not kommen. Das haben sie mir ja auch gesagt. Da kann man jetzt sagen, okay, also ich habe, ja, vielleicht hätte ich mich da, es sind viele, sind auch zum Beispiel die Bosnier. Die waren ja, da war wirklich Krieg bei denen, und das sind auch, ich sag mal, einer war zum Beispiel Elektromeister. Der hat auch eine Firma gehabt und so weiter. Das sind Leute, die sind wirklich nur, gekommen, weil man ihnen ihr Haus abgebrannt hat und sie in Lebensgefahr waren im Krieg, weil ihre Nachbarn ermordet sind, weil sie geflüchtet sind. Das waren echte Flüchtlinge. Und das gab's. Und es gab dann aber auch Leute, da hat man dann erfahren, dass sie halt, wie gesagt, wenn man erfährt, dass sie zum Urlaub, sage ich mal, oder zum Dings irgendwie wieder zurück in ihr Land fahren, weil sie noch irgendwas erledigen wollen und so weiter, dann denkt man sich natürlich auch, dass die jetzt nicht so, es kommt dann einfach manchmal raus und man erfährt es dann von denen, dass sie eben, sie haben schon ihre Probleme, aber es geht auch ums Geld. Und das, die Geständnisse waren dann auch nicht so, dass man jetzt, man hat es manchmal einfach gemerkt. Und wenn die aber ansonsten anständig waren und fleißig und so, ja gut, ich sag mal, die westliche Politik ist an viele Probleme schuld in der Welt, so einen gewissen Kompensationsanspruch, haben viele Leute praktisch. Also der westliche Politik ist hier also auch an wirtschaftlichen Fluchtursachen, sage ich mal, wenn sie auf verbrecherische westliche Politik zurückgehen, und es dann zwar wirtschaftlich Flüchtlinge sind, aber das ist manchmal, heutzutage wird ja schon davon geredet, dass der Klimaflüchtlinge, dass die auch noch Dings, also zum Klimathema habe ich ja meine eigene Meinung, aber so will ich sagen, es gibt manchmal schon um ein paar Ecken herum, wo man dann auch ein gewisses Verständnis haben muss. Ja, also, wie dem auch sei. Ich habe schon darauf getippt. Ich habe dann zwar das mit dem Drogensüchtigen, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das habe ich erwähnt, aber ich habe es eigentlich nur deshalb erwähnt, dass man jetzt das mit dem Asylantenthema nicht so hervorgehoben hat, und es dann einem da irgendwie was Rechtsradikales vorgeworfen wird. Aber das war meine Überlegung, meine Hauptüberlegung, das mit dem Asylant, der da Zeit hat, weil er halt erst halt so zugezogen, weil es ihm halt hier besser geht. Und was eben nicht stimmt, ist, dass er Sozialleistungen
schon bekommen hätte, aber es ist ja in diese Richtung praktisch. In diese Richtung deutet es ja. Also interessant wird noch sein, wie er das mit der Wohnung gemacht hat, wer da der Strohmann ist und ja, ob aus diesen Konstellationen etwas praktisch für die letzte noch nicht aufgeklärte Tat sich noch ergibt. Ja, ja, okay. Also das, da denke ich ja, dass das zu wenig, also mit dem Thema Serbe, also was Serbe angeht, die sind irgendwie, sage ich mal, klar haben die vielleicht in größere Städte, gibt vielleicht einmal einen serbischen Kulturverein, aber an sich, die haben halt ihre so Bekannten, die sie so haben. Aber ich sag mal, Roma, die sind, treten einfach mehr als Clan auf. Bei Romas hört man öfters von dem Thema Clan. Und das wäre jetzt interessant, wie da noch mehr zu erfahren, wie das da, was die da ein Umfeld hatten, um so schnell da eine Wohnung zu haben. Und ja, und das wird dann eben auch, kann die bei der Aufklärung der letzten Tat vielleicht noch, also der ersten Tat, die aber jetzt die letzte ist, die noch nicht aufgeklärt ist, das kann da noch eine Rolle spielen. Und dann ist das natürlich, das wird natürlich dann auch zu Recht, sage ich mal, ausgeschlachtet. Also da gab es ja die Tat, wo jetzt das Mädle von Asylanten da niedergestochen wurde ist vor einiger Zeit auf dem Schulweg. Und dann gab es die Taten, wo die Messerangriff da im Zug und so weiter. Ja, ich sag mal, ich bin keiner von den Rechtsradikalen, aber das dumme linke Drecksgesindel hat diesem Land hier unheimlichen Probleme eingebrockt. Und das haben die rechten Idioten zu Recht kritisiert, auch wenn ich selber mit den Rechten immer wieder im Clinch liege und Streit habe und dann die Juden verteidige. Ich greife die Juden selber an, aber nicht ihre Rasse. Also es gibt auch jüdische Verbrecher und es gibt auch, sage ich mal, mit dem Thema Antisemitismus, das wird auch oft als Antisemitismuskeule missbraucht, wo man sich dann praktisch versucht, jede Kritik an Juden und jüdischem Handeln irgendwie zu diskreditieren und so weiter. Also ich habe da meine eigene Position. Und so eben auch bei dieser Ausländer- und Asylantenfrage. Und ja, das wird politisch natürlich dann ein Thema, vor allem wenn es Roma sind. Dass mal ein, was weiß ich,
wenn mal ein Belgier einen Mord begeht, na, mit Belgier hast du normal keine Probleme, auch nicht mit Slowaken, hast du, dort gibt es auch Roma, aber ich sage mal, mit normalen Slowaken oder Russen oder Griechen oder so, oder Italienern oder Spaniern oder Portugiesen oder Franzosen, das ist alles, da gibt es mal einen schlechten und dann mal einen guten dazwischen, aber das ist wie bei uns auch, wie unsere eigenen Verbrecher. Aber Romas und, sag ich mal, Afghanen, es gibt diese Messertäter, Syrer, Afghanen, und da oft noch die Unbegleitete und dann noch die, und da und die Marokkaner, das sind einfach Sachen oder Kreise, da ist es nicht Rassismus, wenn man sagt, mit den Leuten gibt's besonders oft Probleme. Das ist nicht Rassismus, sondern es gibt einfach oder Norweger oder Australier oder aus Südamerika oder selbst Afrikaner, sage ich mal, die machen ja auch oft Probleme, die Afrikaner. Aber das ist trotzdem nicht, da würde ich jetzt, ja, also ich sage mal so, wenn man sich schon angeschaut hat, Filme, wo sie so, sage ich mal, in so Auffanglager oder so, wie da die Schwarze, die Afrikaner sich teilweise verhalten haben, das ist schon auffallend. Aber sonst, ja, es sind eben wenige Nationalitäten, wo man wirklich sagen kann, die machen besonders Probleme. Und da sind es eben die Afghanen und die Syrer, Palästinenser und so weiter mit dem Messer. Da sind, wenn irgendwas ist, dann sind solche Leute. Und das ist einfach auffallend und so auch mit den Romas. Mit den Romas gibt es besondere Probleme und die werden mit so einer politischen Korrektheit. Erst jetzt wieder habe ich ein Schreiben bekommen. Hier, heute habe ich ein Schreiben bekommen. Von der Medienanstalt, wo sie mir mit dem schönen Gelb, da, was bei mir diese gelben Umschläge in letzter Zeit im Briefkasten landen. Und da geht es auch um etwas, wo ich im Fall, Lars Mittank, was zum Thema Roma geschrieben habe. Aus eigener Erfahrung. Und aus der Erfahrung von anderen. Und das ist mir also als plumper Rassismus da vorgeworfen worden, ja. Schauen wir mal kurz. Lars Mittank. Das war einer meiner meist aufgerufenen Artikel, bis mich's angekotzt hat, dass die Idioten immer diesen Fall Lars Mittank da, und dann habe ich hier was gemacht. Dann habe ich hier den Fall Duncan McPherson einkopiert, dass man den erst lesen muss. Und dadurch habe ich jetzt nicht mehr so viele Aufrufe vom Fall Lars Mittank. Aber wenn man jetzt von mir gezwungen den Fall Duncan McPherson gelesen hat,
Dann kommt ganz da unten, kommt doch noch was zum Thema da schreibe ich, ihr Lars Mittag-Idioten, ihr wollt jetzt unbedingt meinen unwichtigsten Artikel aller Zeiten lesen. Und dann müssen Sie weiter scrollen. Mit was müsst ihr euch hier davonjagen? Mit einer Peitsche auf den nackten Arsch? Erneut hat dieser Scheißartikel wieder die meisten Aufrufe. Je mehr ich schimpfe, desto mehr klicken Sie die Arschlöcher. Wollt ihr mich provozieren? Könnt ihr nichts Besseres anklicken hier? Wollt ihr den Atomkrieg? Putin, die ärgern mich. Und dann habe ich jetzt ab hier eben diesen Artikel doch noch eingefügt. Und auf den sind sie immer so scharf gewesen. Und weil es gibt viel wichtigere Themen als den Fall Lars Mittag. Aber auf jeden Fall, da bin ich ja auf das Thema Roma eingegangen und habe hier, Bilder von Siedlungen, von Roma, wo die leben. Und ich sag mal, die werfen hier einfach den Müll zum Fenster raus. Und und man will es dann immer entschuldigen und sagen, ja, aber sie haben vielleicht ja keine Müllabfuhr. Aber nein, nein, nein. Die haben die Berichte auch in Deutschland, wie hier zum Beispiel, wie die, denen werden frisch renovierte Wohnungen übergeben und dann hört man oft, wie sie praktisch alles kaputt machen. Und wirklich, was muss im Hirn von Leuten vorgehen, wenn sie in einem frisch renovierten Wohnung in die Ecke scheißen? Das hört man immer wieder, die scheißen im Zimmer in eine Ecke. Also was machen die mit den Toiletten? Wenn das frisch renovierte, denen werden von der Stadt werden Wohnungen zur Verfügung gestellt und am Ende scheißen die in die Ecke, in die Zimmerecke. Und solche Bilder dahin, alles, das hört man immer wieder, die sind es gewohnt, in die Zimmerecke zu scheißen und ihren Müll aus dem Fenster zu werfen. Ich sag mal, das müsste so nicht sein. Und auch wenn denen eine Dings stellst, eine funktionierende Müllabfuhr, die schmeißen trotzdem ihre Sache aus dem Fenster. Und dann habe ich hier geschrieben, wirklich, was man hier sieht, ist ja meterhoher Müll. Also an manche Stelle ist ein Meter hoch, jetzt nicht 5 Meter hoch, manche Stelle auch nur einen halben Meter hoch, aber trotzdem, und da habe ich geschrieben, mir ist in solche Kreise schon mal ein Kind zum Sex angeboten worden. Ich habe da praktisch Mitarbeiter, ja, das waren eben Asylanten und ich wusste nicht, was mich da genau erwartet. Und dann bin ich in ein Dings gekommen, in so eine Asylantenunterkunft von einer Familie. Und wenn man da eins und eins zusammengezählt hat, dann haben die mir ihre circa 10-jährige Tochter, ob es jetzt die Tochter war, weil manchmal haben die ja auch irgendwelche Kinder, führen die da mit, die sie dann irgendwie verkaufen und Moment, da war der Roma-Mädchen. Da gab's doch diesen Fall hier, diesen Fall mit der blonden Tanne.
wo es sehr, sehr fragwürdig ist, ob das denen ihr Kind ist. Schaut es euch doch an. Wenn jetzt auch die theoretisch denen ihr Kind wäre, was ja wirklich nicht so aussieht, aber das sind, man hat eben von vielen anderen Fällen gehört, wo die einfach Kinder auf den Strich schicken, verkaufen und so weiter und so fort. Also das ist einfach... das ist nicht alles jetzt frei erfunden, weil man die Romas jetzt irgendwie, weil man die diskriminieren will und so weiter. Also, das stört mich einfach, wenn hier an der Realität vorbei so eine politisch korrekte Dings da haben. Also mich hätte es gestört, wenn man die Juden verfolgt hat, auf der einen Seite ungerecht und auch natürlich, was die Nazis mit den Dings gemacht haben, mit den Zigeunern und so weiter. Aber mich stört's auch, wenn man das, was die für Zustände anrichten, wenn man das alles, ja, aber das hat man ja auch in Deutschland, diese, also hier, zum Beispiel Fäkalien, Ungeziefer und Schimmel, herausgebrochene Wände, Türen und Fenster. Das seit Jahren verkommene Haus im Stadtteil Rheinhausen wurde für unbewohnbar erklärt. Jetzt müssen die Bewohner raus. Man hatte schon viel gehört über die erschreckenden Zustände in dem Haus. Bla 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 bla. Fäkalien in leerstehenden Zimmern, die Bewohner als Toilette benutzen. Ungeziefer und Schimmel in den Räumen, bla 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 bla. Okay, also das. Ja, und da schreiben die mir an und jetzt und tun mich wegen Volksverhetzung. Wegen Volksverhetzung tun sie mich hier, wollen sie mich hier anpissen. Das sind so Arschlöcher, die sich hier die meinen, meine Sachen hier anzeigen zu müssen. Und jetzt haben wir aber wieder dieses Thema, und da bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt Roma sind oder nicht. Das darf man ja gespannt sein. Und dann frage ich mich, was haben die hier für einen Rückhalt, dass sie so schnell Fuß fassen konnten. Und wie ist das da mit, was für Mietverhältnisse sind es da? Wenn das ist ja offensichtlich, dass das so eine Art Untermieter waren hier. Und von dem allem ist hier keine Rede. Die tun alles so, so seriös. Aber ich sag mal, das sind ja auch im Grunde gestandene, gut ausgebildete Experten. Aber sie werden praktisch, also die Politik wird von dummen Gören, von irgendwelchem linken politischen Drecksgesindel gemacht. Von Verrückten, von Gender-Idioten, die einfach nur Schaden anrichten, wie die Grünen. Das ist einfach ein Abschaum, die das Land vernichten, die einfach nur verrückt sind. Und ich sag mal so, ich leg mich
mit solcher Justiz an, wenn es irgendwo, wie mit dem Fall Rutsch, wenn ich sage, hier gibt es eine Kinderficker-Lobby, sage ich mal, wo praktisch die Justiz den Rechtsstaat verrät, wo die Justiz unterwandert ist von Verbrechern. Das ist das eine. Und ja, und dann gibt es eben dieses linke Drecksgesindel, die eine verrückte Politik machen, und wo sich praktisch der Karriere willen, tun sich solche, die sehen ja jetzt nicht aus wie Hippies hier, aber sie sind Vertreter eines kriminell gewordenen Drecksstaates und einer Idiotengesellschaft, aber sie kriegen halt ihre 10.000 Euro im Monat, und dafür, und haben ein gutes Pöstchen, und dafür verkaufen sie sich. Das ist auch eine Form der Prostitution, sage ich mal. Ich würde mich schämen, sage ich mal, wenn ich als Vertreter eines Staates, da tun sie, wenn man sich überlegt, was das für ein Aufwand war, und dann den jetzt festzunehmen. Aber diese Messerstecher und Mörder, die sie da ins Land holen, in ihrem ideologischen Wahn, ja, das ist eben etwas, das stehen die nicht auf. Und schlagen mal auf den Tisch und sagen, was an uns bleibt dann hängen praktisch, was die Politik hier alles anrichtet und so weiter. Nee, das sind Feiglinge, so geben halt die seriösen Experten, aber eigentlich müssten sie, wo habe ich denn das? Jetzt zeige ich mal, was ein aufrechter, wie hat er geheißen? Gundersen. So, Daniel. Ein Ex-FBI-Chef hat hier gesagt, der Satanist. Ex-FBI-Chef sagt zu Recht, Satanismus hat Staat unterwandert. Auch gleich Facer und Logik.de stehen öffentlich gegen westsuizidale Lügenmedienpolitik bei Themen wie zum Beispiel Biowaffe, Corona, CO2-Wahn, Russland-Hetze, US-Politik ist Todfeind der Menschheit. Ja, da habe ich ein Dings, da gibt es ein Video. I personally investigated the Oklahoma City bombing case. Huge cover-up, Jack Kennedy's assassination, huge cover-up, Bobby Kennedy's assassination. Also, der ehemalige FBI-Chef sagt selber, dass bei der Ermordung Kennedys gab es eine riesige Vertuschung. Also, das, was die Drecksmedien uns erzählen, das seien dann nur Verschwörungstheorien, wenn man denkt, dass da was nicht korrekt gelaufen ist. Das sagt der FBI-Chef selber. Das ist ja auch einer. Wenn man jetzt die Dings hat, diese Typen da, diese da, der Seriöslinge da, die da die Pressekonferenz gemacht haben. Und da sieht man, das ist, versteht ihr, das ist einer der euren, wenn sie mir jetzt zugucken, vielleicht mal, und sagen, was sagt denn der da über uns? Da, Hannes, schaut euch die Seriöslinge an, da, Hannes, da hocken sie. Und das, da, Hannes, ist der FBI-Chef, das ist eigentlich einer, der auch wie bei denen in der Reihe sitzen könnte, nur noch viel höher als die. Aber das ist einer, der steht auf, das ist keine Hure, der Typ da, sondern der hat Charakter und sagt,
Dieser Staat ist von Verbrechern unterwandert. Und diese Typen hier, die tun so, als seien sie, als sei der Staat seriös bei uns. Huge cover up. World Trade Center, huge cover up. Okay. World Trade Center, auch da eine riesige Vertuschung bei 9/11. Das ist, wenn bei uns heißt ja 9/11, das waren die bösen Terroristen, die Araber im Flugzeug mit dem Teppichmesser. Und er sagt, das ist alles gelogen. Große Terrorism. They're using it as an excuse to take away our constitutional. Er sagt, diese Drecksregierung benutzt Terrorismus als Vorwand, um den Bürgern die Freiheit, die Freiheit wegzunehmen. Das sage ich auch. Ich sage, der Mann hat recht. Wir leben in einem kriminellen Staat. Und das ist eine vielfältige Kriminalität mit vielen Moment, was ist jetzt? Ach, dahin. Bilderberg, New World Order, also, Illuminaten, Bilderberger, New World Order Globalisten. Das, wer sowas sagt, der gilt bei uns als Verschwörungstheoretiker. Hier sagt der FBI-Chef selber. Are the element behind this. It dovetails. Erwähnt auch offen den Satanismus, richtig? Into the satanic movement, and this movement has infiltrated into our. Und die Satanisten haben die Geheimdienstkreise infiltriert. Ja, genau. Und das ist ja was auch im Fall Rutsch, der Stiefvater ist ein Abteilungsleiter im baden-württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz. Ja, Oliver B. B. Punkt. Und die Tochter, also die Schwester von der Vivian Rutsch und von der Maya Rutsch, hat den Vorwurf erhoben, dass es praktisch um rituellen Missbrauch geht. Sie ist nicht nur von ihrem Vater, sondern auch von mehreren anderen Männern missbraucht worden. Und da gab es solche satanistische Riten und Symbole und so weiter und so fort. Und da hier sagt der FBI-Chef selber, dass die Satanisten die Geheimdienstkreise unterwandert haben. Ja, und so sind sie an einer Stelle, an einer ganz bedeutsamen, weil dort darf man ja heimlich tun. Die dürfen ja alles Mögliche treiben. Und wenn dann die Polizei kommt, dann heißt es, wir sind vom Geheimdienst, wir machen das zum höheren Nutzen Deutschlands. Und im Dings in der USA heißt es dann, dass die National Security praktisch die, wenn man irgendwo etwas nicht aufdecken darf, dann sagen die in den USA wegen der nationalen Sicherheit. Und so hat der Satanismus in den USA die Geheimdienstkreise unterwandert und ist so macht das auch in Deutschland mit dem Staat. Ja, und das sind, wenn sie nicht selber drin hängen, die Typen hier, dann sind sie zu feige. Sie klopfen sich auf die Schulter, weil sie jetzt so ein Mörder dahin ermittelt haben. Aber die ganze Dreckspolitik ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt man diese Probleme in diesem Umfang hat. Das sind nicht
unsere seriösen Freunde, die da sitzen. Wenn sie so seriös wären, dann müssten sie so aufstehen wie dieser FBI-Chef hier. Weil das sind auch die Zustände, die bei uns herrschen. Intelligence Community, the once great FBI and the CIA. Das ehemalige großartige FBI und CIA. Sind unterwandert, das will er sagen. Ja. Okay, also. Und ja, jetzt haben sie einen Typ gefunden, aber wie gesagt, jetzt will ich sehen, was ein Roma. Und wenn es kein Roma war, dann gibt genug Romas, die Probleme machen. Das heißt jetzt nicht, dass dann alles, oh ja, es war ja gar kein Roma, bla bla bla. Nein, ich will einfach wissen, war es ein Roma? Ohne jetzt, dass wenn es jetzt kein Roma war, war es eben kein Roma. Und dann wird das Thema Roma eben zu gegebener anderer Zeit behandelt. Aber wenn es ein Roma war und die hier ihre Clanstrukturen haben, durch diese die Leute da hier so einschleusen konnten und so schnell eine Wohnung denen da vermitteln, dann gehört es dazu, dann gehört es zur Aufklärung dazu, wenn das so war. Ja, das so meine ich das. So meine ich das. Also da muss man sich jetzt gar nicht aufregen, weder so noch so, und wenn es keine Roma waren, waren es eben keine. Die Romas sind nicht meine Feinde. Okay, Moment. Und was jetzt das Thema Fahrzeug angeht, ich bin von einem ausgegangen, der hier rumlungert. Der hier, und wenn es ein Asylant ist, ein Flüchtling irgendwo, der keinen Job hat, dann hat er normalerweise auch kein Auto. So war das jetzt. Nachdem ich jetzt erfahren habe, die sind erst Mitte Dezember oder eben im Dezember, wann weiß ich nicht, im Dezember irgendwann gekommen. Letzten Dezember. Dann, und das ist eine Familie mit zwei Kindern. Dann ist das etwas anders. Das ist ja dann nicht, wie soll man sagen, wenn jetzt irgendwelche Leute über irgendwelche Fluchtrouten kommen, also richtige, also eben, was heißt richtige, aber eben Asylanten von was weiß ich, Afghanistan oder so und so, dann kommen die ja ohne Auto und haben auch nicht gleich dann hier ein Auto. Wenn es jetzt aber Leute sind, die als Touristen eingereist sind aus Serbien, dann kann es schon sein, dass sie ein Auto haben. Also das ist jetzt nicht mehr das, was ich... Das kann man einfach offen lassen. Die können mit Auto gekommen sein, die können ohne Auto gekommen sein. Das ist einfach offen. Ja, und dann ist es, wär's auch interessant, was die praktisch Miete zahlen müssen, sage ich mal. Die Wohnung wird ja sicher nicht billiger vermietet werden, wie wenn man es untervermietet. Das heißt, das sind ja auch dann, ja, das sind auch Kosten. Und ich sage mal, wenn das solche Ausbeutungsverhältnisse sind, wo praktisch, wenn man sich mal vorstellt, dass hier da ging es ja um dieses Gebäude hier. Dass es dort irgendwelche Clanstrukturen gibt und dann so wahrscheinlich illegale Untermietverhältnisse und die dann auch noch ausbeuterisch sind, sag ich mal.
Das spielt ja dann mit rein. Jetzt sage ich mal, da kommt jemand und dann werden die da. Es mag ja sein, dass das denen auch schlecht ging in ihrem Land und werden dann hier ausgebeutet und stehen praktisch in der Gefahr, dass sie dann rausfliegen und wieder das Land verlassen müssen, wenn sie irgendeine überteuerte Miete nicht bezahlen können. Ja, und wenn dann, ich sag mal, ich will das nicht entschuldigen, aber man könnte es ja auch, wenn dann, jemand könnte es ja auch so darstellen, ja, aus Verzweiflung wegen dieser Ausbeutung hat der arme Mann das und das getan. Das ist ja für mich nicht deine Entschuldigung und so weiter. Aber wenn es solche Mietwucherverhältnisse gibt, dass davon dann auch ein Druck irgendwie ausgeht, dass die Leute dann illegal zu Geld kommen müssen, weil sie sonst rausfliegen. Ich meine, wenn es diesen Hintergrund gab, und es liegt ja nahe hier, dann muss man da auch drauf eingehen. Und deshalb, ja, also, versteht ihr, wenn ihr nur sowas dahinter seht, so Seriöslinge dahinter, alles so schön seriös, aber wenn ihr jetzt mir, das, was ich da zusammenstotter, wenn man das dazu nimmt, dann wären die gar nicht so seriös. Und dann wäre gar nicht alles, dass man denkt, ja, jetzt ist alles aufgeklärt, jetzt ist die Gefahr, jetzt ist alles gut. Ein Dreck ist es, ein Dreck. Wie gesagt, das eine ist diese Dreckspolitik im Hintergrund, die solche Zustände dahin ermöglicht. Und ja, und das andere ist eben, dass es ja darum geht, was jetzt ein Serbe, wenn es ein Serbe war, dann sage ich mal, Serben sind jetzt nicht speziell irgendwie bekanntes, ob es jetzt ein Kroate war oder ein Serbe, das sind halt zwischen einem Kroate, der macht nicht mehr oder weniger Probleme wie ein Pole, sage ich mal, oder ein Tscheche oder sonst einer. Das sind Kriminalität gibt es eben überall. Aber Roma sind etwas Spezielles. Und Afghanen mit dem Messer auch. Das sind eben und dann unsere Clans hier, diese libanesischen und so weiter, das ist eben etwas Spezielles. Selbst Türken sind, sage ich mal, normaler irgendwie. Versteht ihr, mit normal meine ich einfach, es gibt Kriminelle, aber die Kriminalität ist nicht wie zum Beispiel Marokkaner. Marokkaner, da regen sich ja die eigenen, die Marokkaner selber auf, die vor was weiß ich, vor 20, 30 Jahren gekommen sind und sich was aufgebaut haben, die regen sich auf über das Gesindel, das heute kommt. Das sind einfach, ich sag mal, die Marokkaner vor 30, 40 Jahren, das waren, vielleicht konnte man die vergleichen mit irgendwelche andere, mit Spanier, mit Dings, wo man einfach sagen muss, ja, das, ein paar Kriminelle gibt's immer. Aber was heute die Marokkaner in Deutschland bringen, das hat nichts mit Rassismus zu tun, wenn man das anspricht. Das ist etwas, wo einfach nicht das Gleiche ist, ob du es jetzt mit einem Spanier zu tun hast oder einem Italiener oder diesem marokkanischen Drecksgesindel, das
das mittlerweile sich da bei uns eingenistet hat. Das sind andere Leute. Das ist, und die Marokkaner sagen es selber. Die sagen es selber. Die regen sich auf über das, also die älteren Marokkaner, die regen sich auf über dieses dumme, linke Drecksgesindel bei uns. Die unser Land kaputt machen. Mit ihrem politischen Scheuklappen und ihrer Dummheit. Rassismus. Und das stört mich einfach. Wenn es etwas gibt, das einfach Realität ist und man müsste es aussprechen, aber so ein Drecksgesindel hat es geschafft, irgendwie etwas zu tabuisieren. Und das provoziert mich dann und dem will ich mich nicht unterordnen. Und dann greife ich eben an. Und was ich mit diesem Dings da, mit diesem Scheißdreck hier schon rummache, erst war es die FSM-Stelle, dann war es die Kriminalpolizei, jetzt ist es die LFK-Stelle und dann gibt es nochmal, jetzt das nächste, wo es landet, ist die, wie heißt es? KJM. Also erst FSM, dann LFK und dann KJM. Und das sind alles solche linken Dreckslöcher. Und oder andersrum, ja, die stehen in Verbindung mit so linken Dreckslöchern. So ähnlich muss man es ein bisschen umschreiben. Ja, okay. Aber eins kann ich euch sagen, sobald die Rechten, sag ich mal, bei uns an der Macht wären, wäre ich in genauso viele Themen praktisch, würde ich mit denen rumstreiten, weil ich ja eben gar kein Rechter bin. Also, scheiß drauf. Okay, jetzt schaue ich nochmal, ob es noch irgendwas Neuigkeiten gibt. Also Serienmörder. Nachbarn unter Schock. Hab ihn am Montag noch gegrüßt. Hinter den Anwohnern des Hagenbacher Rings in Schwäbisch Hall liegen nervenaufreibende Wochen. Die Festnahme des mutmaßlichen Serienmörders am Dienstag hat eine Nachbarin hautnah miterlebt, wie sie im Gespräch mit Fokus erzählt. Als sie am Mittwochmittag schließlich das Phantombild des Mannes sah, gegen den die Polizei wegen mindestens 3 Morden an Senioren ermittelt, sei es ihr aufgeblüht. Ich glaube, den habe ich am Montag noch gegrüßt. Alleinstehende öffneten aus Angst nicht einmal mehr den Postboten. Ja. Moment. Ja, und weiter unter ganz interessant. Ganz interessant. Am Hagenbacher Ring kursieren viele Gerüchte. Über den Bewohner selbst erzählen die Passanten Verschiedenes. Während der verhaftete Mann laut Oberstaatsanwalt Harald Lustig nach eigenen Angaben, also was der Typ selber gesagt hat, Anfang Dezember mit Frau und 2 Kindern nach Deutschland eingereist sei, kursieren am Hagenbacher Ring viele Gerüchte. War es nicht doch November? Ich habe ihn schon öfter gesehen. Er ist noch länger her.
sagt der Partner der Spaziergängerin und beruft sich auf das Phantombild. Sollte es der Mann sein? Er habe sich öfter an einem nahegelegenen Supermarkt aufgehalten. Das ist wahrscheinlich der, wo die Frau eingekauft hat, an diesem Edeka-Markt. Wo das zweite Opfer praktisch, wo man annimmt, da sei sie vielleicht von dort aus verfolgt worden. Er hat sich schon öfters an einem nahegelegenen Supermarkt aufgehalten und beruflich Schrott gesammelt. Ein anderer Spaziergänger sagt dagegen selbstbewusst, ich wohne seit 10 Jahren hier und habe ihn noch nie gesehen. Bewohner des Hochhauses stehen unter Schock, unter dem Eindruck, dass jetzt wird's interessant. Immer wieder habe sie serbische Kennzeichen vor der Tür gesehen. Auch viele Ukrainer lebten in dem Viertel, sagte die Anwohnerin mit Blick auf die serbische Nationalität des Verdächtigen. Die Herkunft lässt eben keine Rückschlüsse auf Kriminalität zu. Ihr fällt allerdings schwer zu glauben, dass es sich bei der Mordserie nur um einen Täter handelt. Vielleicht wurde auch nur ein Handlanger gefasst, befürchtet sie und hofft eigentlich, dass sie falsch liegt. Also, muss man realistisch bleiben. Auch die Ukrainer sind oft hochgradig kriminell. Die Ukrainer sind, es werden bei uns ein bisschen in den Medien jetzt gehätschelt, auf die Russen wird geschimpft und dann die arme Ukrainer. Die arme Ukrainer, das ist ja ein unheimlich korruptes Volk. Eine korrupte Nation. Und das war auch, das ist auch allgemein bekannt. Das wurde auch immer in den Medien früher praktisch, vor ein paar Jahren noch, durfte man das alles noch sagen. Also, das ist das eine. Und dass man jetzt aber sagt, dass er nur ein Handlanger ist. Nein, bleibt mal, auch wenn es nicht mal bei den Romas. Versteht ihr? Nicht mal bei, das ist doch unrealistisch. Ich sage auch nicht, dass es unter den Romas jetzt viele Mörder hat. Die Romas sind nicht bekannt als dass sie so viel rummorden, wie zum Beispiel die Afghanen sind außerordentlich oft an Messermorden beteiligt bei uns. Das ist doch ne Dings. Versteht ihr? Wenn es die Roma wären, dann würde ich bin doch nicht einer, der jetzt als übermäßiger Roma-Freund gelten muss. Aber was nicht wahr ist, das will ich Ihnen doch auch nicht unterstellen. Die Roma sind nicht bekannt, jetzt übermäßig zu morden, sondern eher zu stehlen. Das sind eben die Delikte, wo sie vermehrt auftauchen. Und deshalb, dass man jetzt sagt, dass er nur der Handlanger war, nein. Romas ermorden ist nicht jetzt das übliche Gewerbe weder der Serben noch der Romas noch der Ukrainer. Das ist jetzt ein spezieller Fall hier. Also da jetzt denken, dass hier jetzt noch viele andere an den Morden beteiligt, das ist doch Unsinn. Wenn ich jetzt nur ein Ausländerhasser wäre, dann würde ich sagen, ja, alle sind Mörder, aber mir geht's um die Wahrheit, um die Realität. Also muss ich jetzt hier eher verteidigen und sagen, nee, das ist abwegig, dass er nur ein Handlanger ist. Das, was man hier jetzt hat, hat seine DNA in einer Tatwaffe und so weiter, dann ist das, gehen wir mal davon aus, das ist der Täter.
Da würde ich jetzt nicht rummachen. Aber ja, weil es wurde gesagt, immer wieder habe ich die serbische Kennzeichen vor der Tür gesehen. Also serbische Kennzeichen in der Mehrzahl. Das entspricht ja genau dem, was ich sage. Ich gehe davon aus, da gibt es ein Nest sozusagen. Und das deutet für mich eben auf Roma-Strukturen hin. Das würde für mich alles erklären, weil, nochmal, Serben, es sind auch keine weißen Knaben, da gibt es auch viele Kriminelle. Aber versteht ihr, bei den Serben ist es einfach nicht bekannt bisher, dass sie praktisch clanartig mit Clanstrukturen auftreten, während sie Probleme machen. Aber bei den Dings ist das bekannt, bei den Romas, dass es ja einfach solche Clanstrukturen, und wenn es jetzt auch so wäre, dass es jetzt, wenn man sagt Clan, ist, wenn sie alle verwandt sind, aber die sind jetzt nicht verwandt, edgy-badgy, dann ist es auch kein Clan. Das nehme ich jetzt nicht so streng nach Definition. Clan ist es, wäre es für mich auch, wenn es, was weiß ich, sich hier ein paar Gruppen und Familien, was weiß sie, eingenistet haben und dann praktisch solche Nachziehende, sie mieten eine Wohnung praktisch, zahlen die überweisen die Miete, was weiß sie, ganz normal und tun sie dann an irgendwelche Kriminelle untervermieten, sag ich mal. Und wenn das so in der Nationalität abläuft, dann sind für mich das irgendwie Clanstrukturen, ob die Leute jetzt verwandt sind oder nicht. Und genau, seht ihr, hier, den Artikel habe ich gar nicht gekannt, aber während ich jetzt hier mein Sachvortrage und noch ein bisschen gegoogelt habe, kommt jetzt eigentlich gerade das rein, was mich bestätigt. Versteht ihr? Und das, denke ich, meine Stärke. Ich kann gut Informationen bewerten und einschätzen und Widersprüche bemerken oder so oder so. Ja, also ich fühle mich bestätigt in meiner Fallanalyse von A bis Z. Dass ich jetzt für möglich halte, dass die ein Auto hatten, das habe ich ja schon gesagt. Und das heißt, das wird jetzt einfach, weil es eben eine andere Situation ist, ob es jetzt nur ein Asylant ist, der jetzt irgendwie wirklich auf eine Flüchtlingsroute gekommen ist, zu Fuß, oder bei dieser Konstellation habe ich ja selber gleich gesagt, die können schon ein Auto haben. Und auch das Thema mit diesem, ob es jetzt in Michelbach bei diesem offenen Bücherregal, das ist jetzt eben, wie soll man sagen, das ist nicht das Entscheidende, aber es gab eine gewisse Chance, dass es eine Rolle spielen könnte, und dann muss man natürlich die Sachen besonders im Auge haben, wo sich eine Beweismöglichkeit ergibt. Nur daran stehen zu bleiben und zu sagen, ich vermute, das war vielleicht ein Asylant, das, manchmal muss man sich eben auch noch ein paar Schritte weiter bewegen und noch etwas aus dem Fenster lehnen, um eine Möglichkeit zu haben, praktisch irgendwo es mit einem Sachbeweis, mit DNA oder irgendwie
auch noch was Beweises zu können. Und wenn das jetzt hier eben nicht gelingt, das weiß man noch nicht, aber wenn er jetzt nicht in diesem offenen Bücherregal gewesen wäre, und er aber ein Auto hatte, wo ich gedacht habe, er hat kein Auto, das sind Sachen, die die bedeuten, dass ich jetzt nicht 100% in jedem Detail das Richtige erkannt habe, aber meine Überlegung, also, aber ich tue es trotzdem als einen klaren Erfolg für mich. Also ich bin unterm Strich doch sehr nahe dem Ganzen gekommen. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel. Es ist jetzt offen, ob er ein Kennzeichen hatte, aber ob er ein Auto hatte. Aber wenn er eins hatte, dann ist es nicht etwas, wo ich sagen müsste, ich habe einen Fehler gemacht, weil das habe ich ja da, als ich davon gesprochen habe, dass es, ich habe gesagt, ich gehe mit 90% Wahrscheinlichkeit gehe ich von einem beeinträchtigten Täter aus, entweder Drogensüchtiger oder Asylant, sowas in der Richtung, und damit gehe ich davon aus, dass der kein Auto hat. Ja, und da liegt jetzt eben der Unterschied zwischen Asylant und dieser Art von Wirtschaftsflüchtling. Wobei, das ist ja nicht wirklich Flüchtling, sondern die nehmen ja irgendwie so eine Freizügigkeit hier. Obwohl Serbien gehört, glaube ich, nicht zur EU. Aber da gibt's ja verschiedene Stadien von Europa also es gehört schon irgendwie zu Europa, aber nicht was da politische Dings da angeht. Aber die kommen ja nach Deutschland aus wirtschaftlichen Erwägungen, letzten Endes. Ob sie jetzt streng genommen mit dem Status Asylant oder auch nicht, aber die kommen hier aus wirtschaftlichen Gründen. Und wobei, klar, es gibt viele Probleme in den Ländern, aber letzten Endes wollen sie eben nicht in irgendeinem ärmeren Land Asyl, sondern dann doch lieber in Deutschland oder England. Und ja, also dieser Hintergrund, dass es eben jemand ist, der wegen wirtschaftlicher Gründe nach Deutschland kommt, keine reguläre Arbeit hat, sich rumtreibt und sein Heil in der Kriminalität gesucht hat. Das ist für mich das Entscheidende, das ist der Erfolg, das ist das Wesentliche an dem Ganzen. Dass es jetzt eben jemand mit Auto ist, das ist eine Möglichkeit, die habe ich nicht ausgeschlossen, und ich habe eben gesagt, wenn ich jetzt sage, zu 90% ist es jemand ohne Auto und es ist jemand mit Auto, dann habe ich gesagt, dann bleibe ich trotzdem dabei, dass es auf der Basis der Informationslage zu dem Zeitpunkt auch weiterhin für mich wahrscheinlich war, als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass es jemand ohne Auto ist. Und so sehe ich es weiterhin. Ich denke nicht, dass ich mit dieser Informationslage, die ich hatte, einen Fehler gemacht habe. Ich habe es offen gelassen, aber die Abwägung oder Einschätzung der Wahrscheinlichkeit war richtig, nur gibt es eben nicht nur die 90, sondern es gibt auch die 10%, und da ist genau das, man weiß noch nicht, ob sie ein Auto hatten, das weiß man noch nicht, aber jetzt könnte ich mir es gut vorstellen, und wenn ich hier sehe, immer wieder habe ich die serbische Kennzeichen vor der Türe gesehen,
Also das ist ja über einen längeren Zeitraum und zu verstehen und länger offenbar, wie jetzt, dass nur die da wohnen. Und das kann ich mir aber gut vorstellen, dass also auch bei Roma, die haben ja oft nicht nur einen Führerschein, die haben auch sehr teure Autos und eben Wohnmobile und so weiter oft, ja. Also wo ich das jetzt gelesen habe, die neuen Informationen, da habe ich jetzt selber gesagt, hier kann ich mir ein Auto gut vorstellen. Und trotzdem kann das, es ändert sich ja praktisch nichts, weil er wird ja in Michelbach nicht mit dem Auto direkt vors Haus gefahren sein, sondern irgendwo hat er das Auto abgestellt und alles Weitere bleibt für mich, also ist egal, ob man jetzt das mit einem Auto annimmt in dem Szenario oder nicht. Ja gut, ich denke mal, jetzt kann man nochmal kurz schauen. Jetzt gehen wir mal ein, Roma. Aha, also da hat es jetzt hier noch nichts. Wir hatten nie den Plan, unter die Gründer zu gehen. Bracing hat sich von dem Problem der Netze entwickelt und mittlerweile sind wir ein Team aus 34 Leuten. Deswegen ist die Steuerberatung mit das Herzstück einer wachsenden Firma und gute Systeme im Hintergrund helfen uns, noch besser zu werden. Täter wird vorgeworfen, drei Seniorinnen umgebracht zu haben. Und wir erwarten nun eine Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft, in welcher sie die Einzelheiten ihrer Ermittlungen nun also bekannt geben werden. Diese Pressekonferenz wurde heute spontan anberaumt im Polizeipräsidium Aalen. Das Mikro einmachen. Nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Es wurde gesagt, dass er im Januar mit einer Schusswaffe einen weiteren Rentner niedergeschlagen haben soll. Mit diesem Bild jetzt also wohl ein Fahndungserfolg. Die Einzelheiten jetzt aber bei dieser Pressekonferenz. Es geht um den Tod von drei Seniorinnen, alle in der Region Schwäbisch Hall. Und nun also die Einzelheiten von Polizei und Staatsanwaltschaft. Denn der mutmaßliche Täter, er soll am Dienstagnachmittag gefasst worden sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen gemeinsamen Pressekonferenz begrüßen und mich für Ihr Kommen bedanken. Es ist 10.30 Uhr, wir können 11.30 Uhr, Entschuldigung, wir können pünktlich anfangen. Polizeipräsident Rainer Möller wird sogleich in die Pressekonferenz einleiten. Ich darf Ihnen zudem die weiteren Teilnehmer vorstellen, Herr Oberstaatsanwalt Harald Lustig, als Vertreter der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, Herr Kriminaldirektor Jan-Dominik Bronn, als stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizeidirektion Weiblingen, sowie Herrn Kriminaloberrat Jörg Meinhardt als Leiter der Soko-Höhe. Im Anschluss unserer Ausführung haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, noch entsprechende Rückfragen zu stellen. Zudem wird Herr Polizeipräsident Rainer Möller und Herr Oberstaatsanwalt Lustig im Anschluss auch für Einzelinterviews für Sie noch zur Verfügung stehen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie herzlich hier in Schwäbisch Hall zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen herzlich begrüßen. Zunächst ist es mir ein wichtiges Anliegen, den Angehörigen der Opfer dieser brutalen und sinnlosen Taten mein aufrichtiges Mitgefühl auszusprechen. Bei allem Leid dürfen wir Ihnen jedoch heute nach mehreren Wochen der Ungewissheit und auch Verunsicherung in der Bevölkerung die wichtige und erfreuliche Nachricht übermitteln, dass wir gestern Vormittag einen 31-jährigen serbischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen dieser Delikte in Schwäbisch Hall festnehmen konnten. Ich danke allen beteiligten Stellen, die zu diesem schnellen Ermittlungserfolg beigetragen haben. Wie Ihnen bekannt ist, hat das Polizeipräsidium Aalen nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 77-jährigen Seniorin am 23. Dezember des letzten Jahres im Anschluss die Sonderkommission Höhe mit rund 50 Beamtinnen und Beamten eingerichtet. Nach einem weiteren Tötungsdelikt am 25. Januar in Michelbach-Bilz wurden auch diese Ermittlungen durch die Sonderkommission Höhe übernommen und die Sonderkommission gleichzeitig auf über 75 Beamtinnen und Beamte erhöht. Die Sonderkommission hat in den letzten Wochen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall quasi rund um die Uhr ermittelt und wurde hierbei umfassend unter anderem durch das Landeskriminalamt, das Polizeipräsidium Einsatz und das Polizeipräsidium Ulm unterstützt. Also hier das allgemeine Blabla. Ich habe nebenher noch jetzt mal geschaut. Also ich bin der Einzige, der das Thema Roma hier anspricht. Und ich halte das für wichtig, wenn es um Roma geht, das zu erwähnen, nicht nur Serber zu erwähnen, sondern Roma, wenn es Roma waren. Aber ganz klar, Roma sind nicht bekannt als Mörder. Das ist, die können Mörder sein, aber das ist nicht ihr Hauptdings. Aber das mit dem, wenn ich sag mal, ja, Kriminalität, wo es um Eigentumsdelikte geht, da sind sie nach meinem Wissen überproportional vertreten, ja. Und deshalb denke ich auch, dass es hier immer um Bereicherung ging. Und wenn es natürlich dann so mit so einer Skrupellosigkeit einhergeht, dann muss man das aber auch eben zur Kenntnis nehmen, dass es eben jetzt Taten sind, denen aber ein Bereicherungsinteresse zugrunde liegt und das wieder etwas Typisches ist, sage ich mal, hier in dem Umfeld. Und dass man das im Auge hat, was für Leute hier Wohnungen anmieten, sage ich mal. Hier hätte die Polizei und einfach auch die Hausverwaltung und Eigentümer und insgesamt hätte man da dann mehr ein Auge drauf haben müssen, wenn sich das so alles bestätigt. Aber ja, es ist ja schon klar, was die sind nicht mal gemeldet, also die Wohnung konnten sie nicht auf normale Wege bekommen. Und jetzt habe ich mal Serienwort Michelbach
und den Begriff Roma, und dann bin ich der Einzige. Es gibt nur zwei Artikel, die überhaupt dann noch praktisch, also im Zusammenhang mit dem Begriff Roma, das bringen, wenn man jetzt das Roma wegnimmt und dann sucht, dann findet man jetzt vieles zu dieser Tat. Aber wenn man dann noch das dazufügt, Roma, dann findet man nur zwei Artikel, und der erste Artikel, da sieht man, da taucht dieses Wort Roma nur irgendwo auf dieser Seite zufällig auf. Also da, das ist nicht etwas, dass da jemand auch meine Überlegungen hatte, sondern dass da jetzt steht Annika Brill, das ist so, ich habe erst heute einen Artikel geschrieben, wo ich dann frage, Serbe oder doch Roma. Und das wurde noch nicht für sich, dieser Artikel wurde noch nicht gelistet, aber meine Website wurde doch eben trotzdem zwischenzeitlich von Google durchsucht, und dann haben sie das eben praktisch schon gefunden, aber im Hintergrund von dem anderen Artikel. Ich öffne das jetzt mal so, das ist jetzt das, und dann ist es taucht es zwar nicht da auf, aber es wird ja die ganze Seite aufgelistet, und deshalb, und dann taucht es eben hier auf, hier seitlich taucht es auf, und da wurde es praktisch gefunden von Google, und deshalb taucht es auf dieser Seite auf. Aber das beweist letztlich trotzdem, ich bin der Einzige, der das Thema Serbe oder doch Roma, der das Thema Roma angesprochen hat. Ja, und wenn es Roma waren, ja, dann bin ich der Einzige bundesweit, der den praktisch richtig und auch wichtig den Blick auch auf dieses Thema lenkt. So, soweit dazu.